Was ist? Muss schon wieder los, mein Schatz. Muss ich wieder los? Ich heiße dich wieder ganz herzlich willkommen zur 39. Folge. Ich muss mittlerweile aufpassen, was ich hier rede. Ja, wie du siehst, es ist schon 8.11 Uhr. Die Emmy ist gerade zur Schule. Die beiden waren, ungelogen, ich glaube seit 4 Uhr schon wach und waren wirklich voller Energie und ich habe das ausgenutzt, ganz ehrlich. Die Apple hat die Stange schon hier repariert. Sie wollte zwar zu Beginn nicht, aber irgendwann hat sie es dann doch gemacht. Die Emmy hat ihren Püppchen hier eine Geschichte erzählt. Dann, warum auch immer, ist das Klo auf einmal dreckig. Dann habe ich zu April gesagt, komm, mach mal einen Wandschmuck, mach mal einen Beistelltisch. Mega-Verkauf haben wir auch schon gemacht, waren ich glaube knapp 500, 925 oder 950 sowas um den Dreh, da auch die 7000 und ich dachte mir heute, dass wir vielleicht mit Shane essen gehen oder sowas in der Art machen oder einen Ausflug, ich bin mir noch nicht so sicher, weil wir haben ja gestern auch gesehen, dass morgen schon Weihnachten ist. Und ich bin sehr gespannt. Wirklich, wirklich sehr, 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 sehr gespannt. Ja. Wann die beiden dann zusammenziehen sollen. Hast du das fertig gemacht, mein Schatz? Schaut so aus. Wow, wir haben hier noch voll viel drin. Wie sollen wir hier so viel drin? Ah, weil ich es letztens nicht verkauft habe. Alles klar. Okay. Da und den Spiegel auch. Das Regal. Das Regal würde ich mal aufheben. Das kann man nämlich immer gebrauchen. So, April. Dann hätte ich gesagt, kannst du hier nochmal... Kannst du mal nach Winterdeko wühlen? Mal gucken, was uns da so entgegenkommt. Weil ein bisschen was haben wir ja schon. Aber wenn Weihnachten ist, brauchen wir natürlich was. Ich weiß zwar jetzt immer noch nicht, wo wir den Weihnachtsbaum hinstellen sollen. Es wird ein bisschen eng. Oder ob ich in der Zeit dann die Couch wegmache. Ich weiß es nicht. Wir gucken aber jetzt gerade nochmal schnell, was die Apple hier... Ah, was hast du jetzt? Boris, der Nussknacker-Prinz. Oh, ein Nussknacker. Ein riesiger Nussknacker. Dann würde ich hier hinstellen. Passt doch, oder? Haben wir schon mal was? So, oh, hier hat sie auch noch was. Was ist denn das, Apple? Oh, wie cool. Können wir den hier hinstellen? Geht das? Ja, oder? Guck mal, das sieht doch schön aus. Oder April, was sagst du dazu? Guck mal, die große Kerze aber nach vorne. Guck mal, dann habt ihr schon euren Adventskranz. Sehr cool. Ja, April. 9.41 Uhr. Kriegst du das hin? Vielleicht die Toilette putzen mit der Leine, bitte. Jetzt hat sie hier noch einen. Ja, okay, da finde ich den jetzt aber schöner als den. Dann würde ich den verkaufen. Och, ist der süß, oder? Der ist süß. Nee, das passt besser zu den beiden. Dann hätte ich gesagt, lassen wir die April noch ein bisschen ihr Klöchen putzen. Und dann gucken wir mal, ja, wohin die beiden gehen. Ob sie einfach nur in den Park gehen. Aber das ist heute so unspektakulär, finde ich jetzt wiederum. Vielleicht finden wir ja noch was Cooles. Die Geekon. Das habe ich letztens auch falsch ausgesprochen. Ja, ich weiß, Winterfest ist bald. Oder wir gehen auf die Geekon mit dem Shane. Das ist doch eine Idee. Hier, Shane, kannst mitkommen. Das ist doch eine Idee, oder? Ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir auf die Geekon gehen. So. Shiny Boy ist da. Da ist dieser Star vom letzten Mal. Und sie ist mit diesem einen Magier zusammen. Jetzt sagt mir doch mal, die ist doch eine alte Schachtel, wenn ich das so mal sagen darf, oder? Also, ich weiß nicht, da finde ich das vom MCC mal schon ein bisschen komisch irgendwie. So, April, was können denn hier machen? Du kannst da techteln? Apartments ausspionieren. Okay. Was könnt ihr hier? Ihr könnt im Weltall techteln. Wollt ihr das mal machen? Ja, kommt.
Es ist ja nur Techtel. Das mit der Geekon kam ja jetzt perfekt zu, wie sie beide hin zur Rakete sprinten. Stopp, ich möchte ein Bild. Habe ich voll vergessen zu sagen. Wieso kann ich ihn jetzt nicht runter? Ich muss erst dahin düsen. Ah, jetzt. Okay. Jetzt muss ich noch ein bisschen mit meinem Mikro aufpassen. Den Start erleben wir live mit. So, ich glaube, wir können hier hin. Und dann kann man das ab hier sehen. Tschüss, ihr zwei. Ui, und uiuiui, waren das viele Herzen. Oh Gott, waren das viele Herzen. Wie cool. Nee, vielleicht ist es auch zu viel. Aber ich denke halt auch immer, okay, komm. Die beiden sind ein paar. Da ist der Alvin schon wieder. Hi, Alvin. Geht's dir gut? Ja, oder? Oder bist du? Doch, du bist doch der Alvin, oder? Doch. Hä, wieso siehst du jetzt so anders aus? Liegt daran, dass du keine Brille an hast? Ich glaube schon, oder? Also ich finde es echt cool. Was ist denn das? Ah, da kannst du dann die Rakete bauen. Aha. Okay. Okay. Das muss jetzt sein, Wyatt. Ich brauche kein Shirt. Ich muss irgendwie weiter weg. Irgendwie kommt mir die Musik so laut vor, dass das wieder hier Probleme auftauchen. Aber cool. Und das ist dann die Karaoke-Bar. Ihr Süßen, ihr techtelt aber echt ganz schön lange. Hello? Sieht einer von euch? Die beiden schon? Über allem erhaben. Aha. April, was machst du denn jetzt? Hä, wieso ist jetzt Minus? Was ist hier los? Aber du leicht stinkst, kann das das sein? Essen bestellen. Ah ja, dann bestellt ihr euch mal Essen. Programmierfähigkeit. Okay. Wir haben 11.35 Uhr. Shane hat sich auch was geholt? Ich glaube, ja, er bestellt, glaube ich, noch. Oh, wieso? Hä, wieso ist denn das runtergegangen? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist denn das Observatorium? Hier. Heiratsantrag machen. Okay, also ein Heiratsantrag ist noch ein bisschen früh. Und dann kannst du auch über Logik mit ihm reden. Machen, okay. Kannst ihn sanft küssen. Dratschen könnt ihr auch. Also irgendwas hat den beiden nicht so gefallen. Sonst hätten sie ja nicht gesagt, nee, Minus. Aber cool, waren wir wieder auf der Geekon. Und April, du stinkst immer noch so dezent, gell? Oh, was macht denn jetzt? Ach, wie cool. Ich finde es nun blöd, dass die Musik so laut ist immer. Ich würde da viel mehr lieber dabei sein. Aber die Radios kann ich, glaube ich, nicht wegmachen. Was können wir denn noch machen? Kannst ihm mal Reparaturtipps geben, kannst ihm schmeicheln, unglaubliche Geschichte erzählen.
Und dann könnt ihr Tschüss Rakete und Händchen halten. Jetzt habe ich die beiden gar nicht gesehen vor lauter Rauch. Kannst seinen Hals küssen. Auf jeden Fall ist er kokett, aber die April nicht. Könnt flirten. April, was ist los da bei dir? Hände küssen. Wir wollen ja eure Beziehungsbalken wieder nach oben haben. Und da ist, glaube ich, die Leia. Brittany Hollunder. Mhm. Die ist als Leia verkleidet und sie ist schwanger. Wie so fast alle. Da ist auch noch eine schwanger. Und hier drüben, die in ihrem Spielding ist auch schwanger. Alle schwanger. Da ist wieder ein Darth Maul. Wer bist du? Alvin. Du hast dich schon wieder verkleidet. Ja, ja, ihr Süßen. Ja, ja. Mixerin ist auch schwanger. Wollt ihr dann im Anschluss nach Hause? Aber mehrere Male hintereinander sind auch nicht zu verachten, okay? Dann habt ihr es ja direkt ausgekostet. Dann hätte ich jetzt gesagt, reist ihr zurück, weil die April stinkt auch so ein bisschen. Die braucht dringend Hydration. Ich hoffe, das Wetter bei uns ist jetzt ein bisschen besser. Shaney Boy, du darfst natürlich mitkommen. Selbstverständlich. Und ja, ich bin mal sehr gespannt. Die Sonne scheint. Wollt ihr dann schwimmen gehen? Ja, kommt hier. Könnt euch Aktion zur Runde hinzufügen. Dann könnt ihr hier ein bisschen schwimmen gehen. Guckt mal zusammen hier hinschwimmen. Das gefällt euch beiden doch, schwimmen. Ich hatte auch schon überlegt, wenn die beiden dann fest zusammengezogen sind, ob wir vielleicht den Shane auch zu einem Meermann machen. Du kannst da ja gern mal deine Meinung zu in die Kommentare schreiben. Jetzt habe ich es. Was du davon hältst. Ich fände es eigentlich keine schlechte Idee, wenn man das machen würde. April, wo düdelst du wieder hin? Stopp! Ich fände es cool, wenn ihr euch gleich nochmal küsst. Kuss der Meerjungfrau. Das haben wir letztens, glaube ich, auch rausgefunden. Das geht scheint nur im Wasser, dann knutschen die ein bisschen. Okay, zwei Knutschbolde. Ach, ich finde, die beiden sind echt ein süßes Paar. Auch als Familie so zusammen. Ihr Bauch sieht wieder aus dem Wasser, als wäre sie schwanger. Könnt euch ja dann auch ein bisschen unterhalten. Hey, Shane. Shane, wo gehst du hin? Bleib du bitte da. Du kannst seine Wange noch streichen. Ah, nee, das geht nur draußen. Was können wir denn jetzt hier im Wasser machen? Zuneigung ausdrücken? Du kannst eine schlüpfrige Frage stellen. Was kannst du noch machen, April? Du kannst flirten. Shane, kommst du wieder zurück? Ein Kuss hauchen. Oder April, musst du jetzt zu ihm? Wie macht ihr das jetzt? An was denkst du? An den Radio. Wieso denkst du an den Radio? Willst du jetzt tanzen, Shane? Du kannst von mir aus auch tanzen. Ah, jetzt geht die April hinterher. Okay. Dann macht ihr mal euer Ding, ihr zwei. Ja. Oh, hallo Betty. Wäsche haben wir heute Morgen auch schon gemacht. Nachdem der Blitz ja da eingeschlagen ist. Ja. Hm, habt ihr es gehört? Ihr seht so süß aus, ihr zwei. Kann sie noch sanft küssen. Und dann kommt die Emmy auch schon. April, willst du dann was... Willst du dann was kochen? Mittagessen servieren.
Sie gehört zu den besten Grundschulschülern. Das finde ich cool. Was können wir denn machen im Camper-Eintopf? Okay. Knoblauchnudeln. Wir machen das mal. So, Emilein. Dann hätte ich doch gesagt, darfst du hier an deinem Projekt vorsichtig arbeiten. Die April macht was zu essen. Dass ihr drei dann... Okay, einer muss sich dann auf die Couch setzen. Das geht dann leider nicht anders. Ja, ja, ja. Bitte, was machst du? Mach hier langsam immer. Okay. Die Betty besteigt gerade den Drucker. Emmy, klappt's bei dir? Was musst du denn heute machen? April, kochst du dann jetzt? Ja, oder? Und Emmy, klappt's bei dir? Bin mal gespannt, was das wird. Sonnensystem. Da bin ich ja mal gespannt. Ja, ja. Oh, April, hast du den Finger geschnitten? Bei dir, was machst du schon wieder im Regal drin? Du Stinkbär. Was machst du schon wieder? Vorsichtig. Nein, es geht nicht hinter den PC. Das gibt's nicht. Dann geh runter. Was mach ich? Ja, ja. Also ich finde, die drei sehen wirklich knuffig aus. Ich denke, ich werde auch nicht allzu lange mehr warten. Mit dem... Aber ich hätte gern das Licht. Genau, das finde ich, sieht nämlich schöner aus. Dass die... Du brauchst ein Tampon. Kannst du das irgendwie geben? Ja. Betty, es wird nicht hinter den PC gegangen. Du. Ist jetzt hier Nahrungsspende? Nee, oder sind die einfach nur so da? Ah, doch, Nahrungsspende. Ja, ihr Süßen, wir sind gerade am Kochen. Ja, April, das hatte ich mir jetzt schon so gedacht, dass du hier nur selbst für dich isst. Betty, hör doch jetzt auf. Okay, das Essen steht jetzt hier hinten. Also auch deine Tage. Hier, dann kriegst du auch was. Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein. Unsere Lucy ist verstorben. Lucy, wo... Ach, jetzt Betty. Jetzt reicht's aber. Du Stinkbär. Ne, hörst du jetzt auf? Jetzt reicht's. Pass auf, du fällst uns runter. Vorsicht. Sag mal. Jetzt. Nach einem guten... Jetzt hat er es weggemacht. Nach einem guten langen Leben voller Leckerli und Streichleinheiten hat Lucy ein hohes Alter erreicht und das Zeitliche gesegnet. Och nein. Oh, das... Oh nein, Emmy. Och, Emmy. Oh nein. Haben wir dir nicht was gegeben? Emmy, dein Nager ist weg. Oh nö. Emmy, du kannst dich hier hinsetzen. Mäuschen. Du kannst dich hier hinsetzen. Jetzt die Lucy nicht mehr bei uns. Ach, das macht mich jetzt gerade echt traurig. Die Nadine ruft gerade an. Mach mal, ja. Komm, wir gehen mit der Emmy jetzt weg. Dann. Aber es wurde jetzt gar nichts angezeigt, oder? Dass jetzt ihr Nager weg ist.
Dann macht ihr hier auch mal direkt eine Runde. Kannst du der Nadine... Was ist? Was ist schon wieder los, mein Schatz? Was ist wieder los? Dann gucken wir mal, ob die Emmy vielleicht den Verlust... Ich wollte es gerade sagen. Kannst du nicht irgendwie dich nach der Lucy irgendwie ausweinen? Das finde ich halt manchmal traurig, also jetzt nicht traurig, sondern dann machen wir wer kalt das Wetter beschweren. Ja, also dass die kleine Lucy jetzt weg ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber die hatten ja letztens gesagt. Oh, das ist die Mia. Hallo Mia. Wie geht's dir? Nicht so gut scheint's. Dann hier, Süßen. Setzt euch mal hin. Dann macht ihr Hausaufgaben. Ah ne, das war das andere, gell? Oh, das finde ich aber jetzt krass, dass die Lucy weg ist. Ja, sollen wir der Emmy dann eine neue Lucy holen, sodass als wäre sie nicht gestorben? Das ist klar, jetzt nicht direkt, aber nicht am nächsten Tag. Ah, das finde ich jetzt schon krass. Was machst du jetzt, Nadine? Ich denke, ihr macht Hausaufgaben. Zusammen Hausaufgaben mit Link machen. Och Mann. Hier, April, mal dann mal ein bisschen. Ach, das ist jetzt aber echt blöd. Ach, wir sind immer noch auf der April. Hausaufgaben abgeschlossen, okay. Emmy, willst du dann hier einfach noch ein bisschen bleiben alleine? Wenn nicht, gehen wir nämlich zu April. Dann können wir da euren Spaß machen. Das ist jetzt nicht schön. Das ist jetzt wirklich traurig. Also ich würde der Emmy eigentlich eine neue Lucy in dem Sinn kaufen. Und was habt ihr gemacht, ihr zwei Süßen? April, was ist los? Ist ein bisschen genervt, aber wovon? Oh, wie süß. Guck mal, kriegst von Shane einen Kuss. Ah, Shane. Ah, okay, Shane macht das eine. So, April, dann kannst du das ja weglegen. Das müssen wir ja nicht wegschmeißen. Ach. Das finde ich jetzt aber krass. Das finde ich jetzt echt, echt krass. Dann kann die April auch hier der Emmy ein bisschen helfen. Ja, nicht so eine schöne Folge irgendwie. Sehr traurig. Oder April, also willst du denn nicht mal was anziehen, dass du mir frierst? Also erfrier nicht, aber mir wäre kalt. Mir wäre dich zu kalt. Ja, das ist jetzt schon... Jetzt bin ich ein bisschen geknickt, muss ich gestehen. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Naja, wir können es jetzt leider nicht mehr ändern. Aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir eine neue Lucy für die Emmy holen sollen. Und dann hole ich vielleicht echt mal diesen Trank da oder was das ist. Dass die dann vielleicht echt länger bleiben oder wahrscheinlich vielleicht sogar unsterblich werden. Ich weiß es nicht. Shane macht unseren Mülleimer wieder raus. Bin mal gespannt, was die Emmy jetzt macht.
Eieieiei. Das hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das passiert. Ja. Bei dir hast du ein Ding gehört, gell? Mein Freund ist gerade wach geworden. Shane, was machst du schon wieder? Ei, Shane. Und April macht Spaß. Scheint so, gell? Was macht unsere Wäsche? Ist immer noch sauber und feucht. Dann hier machst du das mal zu Ende. Oh, wir können. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Die nicht, aber die hier. Weiterentwickeln, weiterentwickeln. Juhu. Ach Gott. Da kriegen wir da ja noch mal mehr Geld. Wow. Ich bin ja schon gespannt, wenn die ganzen unsere Kokosnüsse wieder da sind, die Tulpen, die Rosen, die Paradiesvogelblumen, die Lilien alle da sind, was wir an Geld einnehmen. Ich bin so gespannt. Jetzt sind es ja knapp 950, glaube ich, waren es. Ich bin echt gespannt. Sie möchte kokett werden. Das können wir, glaube ich, erledigen. Ja, die April ist jetzt auch geknickt. Ja. Schwer, schwer, schwer. Nicht so leicht. Okay, April. Den Tisch hast du noch gemacht. Perfekt. Dann hätte ich gesagt, da ja morgen an Weihnachten auch schon ist, kannst du hier nochmal ein bisschen wühlen. Und der Shane, was macht der Shane? Ja, auf jeden Fall werden wir Weihnachten mit dem Shane zusammen feiern. Das steht auf jeden Fall fest. Ich muss mir noch meine Gedanken machen, wo wir den Weihnachtsbaum hinstellen. Mal vielleicht echt die Couch für den Zeitraum wegmachen. Und den dann hier in die Mitte stellen. Ich bin ehrlich, ich weiß es noch nicht genau. Und ich glaube, unsere Emmy-Maus ist gerade zurück. Ja. Du möchtest schlafen. Ja, dann geh du am besten schlafen, meine kleine Maus. So, April. Du darfst hier aber noch mal ein bisschen was rauswühlen. Mal gucken, vielleicht können wir sogar das ein oder andere schon benutzen. Sie hat so Kerzen, Karten, so einen Kranz. Ach, mit der Lucy, das tut mir echt leid für die Emmy. Das tut mir wirklich leid. Schade, schade, schade. Naja, ihr könnt sie auf jeden Fall mal sagen, ob oder ob wir es nicht machen sollen. Ah, oh, jetzt habe ich den Fehler gemacht. Die wollte ich ja immer anlassen, weil ich das schön finde und es dann nicht so dunkel ist. Haben wir noch irgendwo eine Kerze? Ich glaube nicht, oder? Nö. Jenny, bist du jetzt schon nach Hause gegangen? Okay. Dann gucke ich jetzt mal. Wow, was hast du hier alles rausgezaubert? Die brauchen wir ja nicht. Die Karten. Da weiß ich jetzt auch nicht so genau, was ich mit anfangen soll. Die Karten, wenn wir mal im Inventar. So, was haben wir denn? Oh, richtig. Hässchen gut, okay. Also, wir haben schon einiges. Zwei Karten, haben wir ein Kerzen-Ding. Dasselbe wie das, okay, das brauchen wir jetzt nicht. Lichtkarte würde ich behalten. Und den einen würde ich auch wegmachen. Oder sollen wir. Okay, mir gefällt natürlich jetzt der besser, ganz ehrlich. Dann würde ich lieber den behalten. Werde ich auch an der Tür zu kratzen. Ja, ich weiß. Moment. Meine Katze liebt meinen Freund. Das ist eigentlich unsere Katze, wir haben sie zusammengeholt. Aber sie liebt ihn. Sie liebt ihn wirklich abgöttisch. So. Gucken wir nochmal gerade auf den Timer. Okay, die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen kürzer werden. Aber wir haben doch schon mal ein paar schöne Sachen. Für morgen dann. Für Weihnachten. April, was machst du? Du suchst nach Muscheln. Ey, dann such mal nach Muscheln. Übrigens, ich habe es in den letzten Folgen immer falsch gesagt. Das ist der Kevin Holland. Der ist nicht von der lieben Erbse. Sie hat ihn zwar auch in ihrem Spiel, der ist von Simmeli G. Entschuldigung, Melli. Was ist denn hier los?
von der Möwe bekackt. Alles so war. Ja, das kann ich natürlich jetzt wieder nicht wegmachen, aber okay, dann esst ihr das mal. Dann. Den Bienchen können wir immer noch nicht einsprühen, unsere armen Bienchen. So, April, du suchst nach Müll jetzt auf einmal, okay. Aber wenn du schon so willst, kannst du auch nach Muscheln suchen. Und dann würde ich auch sagen, dass ich dann die Folge hier auch beende. Ich sag, glaube ich, sag jetzt schon das dritte oder vierte Mal. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob wir der Emmy eine neue Lucy kaufen sollen. Oder ob wir sagen, okay, wir warten vielleicht bis nach Weihnachten als Weihnachtsgeschenk dann irgendwie für die Emmy. Was macht denn die April, hat sie klatscht? Sowas gefunden? Glaube ich nicht. Das ist so süß, die Emmy lacht immer im Schlaf. Und auf jeden Fall werden wir Weihnachten zu dritt feiern mit dem Shane. Vielleicht kommt dann auch noch eine kleine Überraschung. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Aber ich mache jetzt mal Pause, bevor jetzt hier irgendwas passiert. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Kommentare von dir. Ist natürlich kein Muss. Freut mich immer, wenn ich was zu lesen habe. Ja, und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Tschüss!